Die Atherosklerose selbst ist nicht schmerzhaft. Was Probleme machen kann, ist die Durchblutungsstörung des Organs, das unterhalb dieser Verengung liegt. Das kann Beschwerden machen. Im Falle einer Durchblutungsstörung der Beine kommt zu wenig Blut in die Muskulatur, was unter Belastung zu Muskelschmerzen, insbesondere zu Wadenschmerzen führt. Man spricht von der Schaufensterkrankheit. Wenn andere Schlagadern betroffen sind, beispielsweise die Halsschlagader oder auch die Bauchschlagader mit einer Erweiterung, einem Aneurysma, dann sind diese Patienten normalerweise beschwerdefrei, bis es zu Komplikationen kommt. Das kann im Falle der Halsschlagader ein Schlaganfall sein oder eben ein geplatztes Bauchaortenaneurysma.